Herzlich willkommen aus der Peter Hahn Filiale in Winterbach. Mein Name ist Tamara und ich darf euch herzlich zu unserem virtuellen Charity-Abend begrüßen. Wir haben heute ein kabarettistisches Programm für euch zusammengestellt. Gerne hätten wir den Abend mit Publikum durchgeführt, doch natürlich geht die Gesundheit vor. Daher haben wir entschieden, den Abend heute für euch als Livestream durchzuführen. Wir haben heute den Autor und Musiker Matthias Weiß eingeladen. Er wird euch musikalisch unterhalten und die für Peter Hahn geschriebene Weihnachtsgeschichte Der lange kurze Weg zum Glück lesen. Des Weiteren haben wir heute das Kinderhospiz aus Stuttgart als Gast und werden mit Ihnen über wirklich wichtige Arbeit sprechen. Dazu nachher mehr. Jetzt begrüße ich recht herzlich Matthias bei Peter Hahn. Ja, vielen Dank, liebe Tamara, und auch von mir herzlich willkommen an Sie alle da draußen. Wir machen es heute Abend ein bisschen anders, als es geplant war, wie es gerade schon angeklungen ist. Wir machen es ohne Publikum, aber ich weiß ja, dass Sie da auf der anderen Seite der Kamera sitzen. Es war für mich befremdlich, heute herzukommen, weil ich normalerweise eben gewohnt bin, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme, niemand da ist und ich dann anfange, wenn die Leute alle da sind. Heute war es genau andersrum. Ich kam in die Filiale, die noch offen war. Es waren ganz viele Leute da und ich durfte erst anfangen, als alle weg waren. Muss man sich dran gewöhnen, aber jetzt legen wir los. Und ja, ich habe ein Programm zusammengestellt, das jetzt auch diesen veränderten Gegebenheiten entspricht. Wir hatten ja tatsächlich vor, mit Publikum hier zu arbeiten, das Ganze auch ein bisschen länger zu machen und mussten mehrmals umplanen, weil eben die Gegebenheiten sich auch geändert haben. Und dann dachte ich mir vor ein paar Tagen mit dem Blick auf das Programm, ja Mensch, es ist ja eigentlich nichts mehr übrig von dem, wie wir es mal geplant hatten. Und musste mich dann aber besinnen, dass das ja nicht per se negativ sein muss, weil es ist ja noch genug übrig, weil Sie sind ja da und ich bin auch da. Das heißt, wir ziehen es auf jeden Fall durch, wenn auch eben ein bisschen anders als geplant. Worauf ich hinaus möchte, es stimmt einfach nicht, dass nichts mehr übrig ist von unseren Plänen und wir machen es eben anders. Das heißt, und so leite ich schon zum ersten Lied über, das Nichts ist nicht partout schlecht. Wenn wo nichts ist, dann ist ja, wenn man so will, auch viel Raum für alles Mögliche. Im Großraum Asien zum Beispiel ist es so, dass man hin und wieder antrifft, dass in Häusern oder Wohnungen sogar Ecken, Plätze freigelassen werden, dass da also nichts steht, explizit als Raum für alles, was dann kommen mag. Und da sind wir schon beim ersten Thema, nämlich bei nichts. Ich habe vor einiger Zeit die Beobachtung gemacht, dass Lieder geschrieben wurden, im Grunde schon längst über alles und jeden und doppelt und dreifach. Aber es wurde noch nie, meines Wissens, ein Lied über nichts geschrieben. Und da dachte ich, das ist doch mal eine adäquate Aufgabenstellung für mich. Und ja, deswegen habe ich Ihnen ein Lied mitgebracht, das von nichts handelt. An der Stelle höre ich manchmal den Einwand, dass es nicht stimmt, was ich sage, weil es ja sogar eine ganze Musikrichtung gibt, in der unablässig über nichts gesungen wird. Das nennt sich dann Schlager. Aber das ist nicht das, was ich meine. Das werden Sie gleich sehen, wenn Sie es hören. Das Lied heißt Vom Zauber des Nichts. Nichts ist das einzig Wahre, auf nichts ist heutzutage noch Verlass. Nichts ist noch stärker als die Liebe. Nichts ist ein wirklich guter Grund für Hass. Manche tun gern so, als wäre nichts gewesen. Manche sagen nichts aus Höflichkeit. Manche sagen nichts aus Angst. Und manche aus Mangel an Zeit. Wer nichts tut, hat nichts zu befürchten. Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Wer nichts weiß, weiß zumindest, dass er nichts weiß. Wer nichts wagt, kann sich niemals blamieren. Mit dem Nichtstun wird man nie fertig. Nichts macht mir Freude, wenn's mir wirklich dreckig geht. Viel hilft viel, aber nichts hilft gegen alles. Nichts für ungut, wenn im Guten halt nichts geht. Nichts garantiert die Liebe deines Lebens. Nichts ist so sicher wie der Tod. Nichts ist vollkommen, nichts ist unmöglich. Nichts ist womöglich deine Rettung in der Not. Hast du von allem zu viel und von vielem zu wenig. Mach dir nichts draus, Mensch, ärgere dich nicht. Nichts läutert schneller, nichts erleuchtet heller als das Üben in Verzicht. Schön, probier's halt mal aus. Zu Weihnachten eine Tanne mit nichts dekoriert. Und wenn du wissen willst, ob dein Mann dich wirklich liebt, schenk ihm nichts und schau, wie er reagiert. Nichts tröstet das Kind, wenn sein Hamster verstirbt, sanft entschläft über Nacht. Und fragt man, warum hast du ihn auch unter das Kopfkissen gelegt? Sagt das Kind, ich hab mir nichts dabei gedacht. Hast du von allem zu viel und von vielem zu wenig? Mach dir nichts raus, mach dich zum Meister des Verzichts. Nichts macht so glücklich, nichts macht so süchtig wie der Zauber des Nichts. Thank you.
Nichts ist dem Alles näher als das Nichts. Und das tröstet im Falle eines Falles. Denn wenn man nichts hat und auch nichts erwartet, freut man sich über alles. Aus dem Nichts schuf Gott Himmel und Erde, schließlich Menschen aus lehmigen Massen. Und heute, der bestimmt manchmal besser wär's gewesen, ist bei nichts zu belassen. Hast du von allem zu viel und von vielem zu wenig? Mach dir nichts draus, erliegt im Reiz des Verzichts. Was ich mit diesem Lied, liebe Leute, euch sagen will, Hand aufs Herz, im Grunde. Ja, vielen Dank. Also in der Annahme, dass Sie jetzt klatschen und sich amüsiert haben, einfach ein herzliches vielen Dank. Es ist komisch, wenn man hier so ganz ohne Publikum sitzt und ich habe eine Geschichte mitgebracht von jemandem, dem es ähnlich geht, der irgendwo ganz allein und einsam und verlassen sein Dasein fristet. Die Rede ist vom Weihnachtsmann. Es ist noch nicht die offizielle Peter-Hahn-Weihnachtsgeschichte, die kommt noch. Jetzt erstmal hören wir uns an, wie es dem Weihnachtsmann so geht. In der Zeit vor Weihnachten, der Text, die Geschichte heißt, früher war alles besser. Früher war alles besser, seufzte der Weihnachtsmann. Die letzten Jahre waren schon anders gewesen und der Arme hatte zusehends mit den modernen Zeiten zu kämpfen gehabt, die ihn mehr und mehr zum Außenseiter und zu einer belächelten Figur von vorgestern gemacht hatten. Und in diesem Jahr nun war es besonders schlimm. Es war der 20. Dezember und bislang waren gerade mal eine Handvoll Briefe bei ihm eingegangen, in denen Kinder ihm ihre Wünsche geschrieben und ein paar Geschenke in Auftrag gegeben hatten. Vor ein paar Jahren noch war um diese Zeit bei ihm Hochsaison gewesen und er kam mit dem Sortieren, Packen und Verzieren der Päckchen kaum nach. In den ganz besonders arbeitsreichen Jahren hatte er sogar schon mal den Osterhasen aus dessen Winterurlaub geholt und sogar den chronisch übellaunigen Knecht Ruprecht von seinem Kollegen Nikolaus ausgeliehen, weil die Flut an Kinderwünschen sonst gar nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre. Ruprecht hatte sich damals wirklich als ein rechter Stoffel erwiesen, griesgrämig und noch dazu auch nicht besonders geschickt beim Hantieren mit den teils arg sperrigen Paketen. Aber gutes Personal war schwer zu bekommen, noch dazu, wenn der Arbeitsplatz direkt am Nordpol war und die Aufgabe vor allen Dingen auch äußerste Vertraulichkeit erforderte. Ja, das waren gute Zeiten gewesen. Und der Weihnachtsmann mindestens für ein paar Wochen des Jahres eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Welt. Und heute? Er saß in seinem Postamt vor dem kümmerlichen Häufchen Briefe und starrte gelangweilt auf sein Handy. Alle Levels von Candy Crush Saga hatte er bereits durchgespielt. Zweimal. Und der Kiosk am Rentierschlittenbahnhof hatte schon lange keine Rätselheftchen mehr, weil der arme Weihnachtsmann in seiner Not dem Kreuzworträtseln und den Finde-den-Unterschied-Suchbildern verfallen war. »Wenn mich niemand mehr braucht«, sinnierte er wehmütig, »dann kann ich ja in Pension gehen. Im Grunde bin ich heutzutage überflüssig. Die Bestellungen kriegen die Online-Shops und die Pakete bringt der Paketdienst. Mein Geschäftsmodell ist offenkundig zu oldschool für diese moderne Zeit. Jahr um Jahr habe ich mir den Buckel krumm gelupft. Nur die schnellsten und ausdauerndsten Rentiere kamen mir vor den Schlitten. Ich habe irgendwann sogar auf Bio-Schokolade und Spielzeug ohne Tropenholz umgestellt. Selbst Steinschleudern und Schießgewehre anstandslos ausgeliefert. Fest der Liebe hin oder her. Und im Gegensatz zu den Paketlieferanten habe ich nie zweite Reihe geparkt, sondern immer direkt auf dem Dach. Und niemand dankt es mir. Aus der Wehmut wurde Wut. Und mit dem letzten Satz haute der Weihnachtsmann mit der geballten Faust auf den Tisch. So sehr trieb es ihn um, dass man ihn über die Jahre hinweg stillschweigend zum Auslaufmodell degradiert hatte. Nun muss man wissen, dass der Nordpol eine tektonisch durchaus neuralgische Stelle auf dem Globus darstellt. Und ferner muss es einem klar sein, dass der Weihnachtsmann eine besonders mächtige Statur besitzt, von überaus bemerkenswerter Kraft. Anders wäre die Flut von Paketen Jahr für Jahr früher gar nicht zu bewältigen. Und wenn so einer wie der Weihnachtsmann mal schlechte Laune hat, dann ist das nicht so wie bei normalen Menschen, sondern beträchtlich dramatischer. Und so übertrug sich die Erschütterung seines Faustschlags, angetrieben von einer Mixtur aus Ärger und Verbitterung, über den Tisch auf den Erdboden und von dort in regelrechten Schockwellen unterirdisch über den gesamten Erdball. So gewaltig waren die Auswirkungen, und vielleicht hat der Weihnachtsmann halt doch auch ein paar bis dato unbekannte Zauberkräfte,
das fatalerweise gleich in einer ganzen Reihe von Elektrizitätswerken rund um die Welt auf einen Schlag, im wahrsten Wortsinn, die Lichter ausging. Nun kann man sich unschwer vorstellen, was sogleich auf der Welt los war. Aber Millionen starrten panisch auf ihre Smartphones, denen der Saft auszugehen drohte. Andere Abermillionen saßen plötzlich vor einer schwarzen Mattscheibe, auf der sie bis eben noch unsägliche Dauerwerbesendungen gesehen hatten oder sich in den Nachrichten über die jüngsten Hiobsbotschaften aus aller Herren Länder informiert. Unzählige, unsägliche Dauerwerbesendungen mussten jetzt wegen Stromausfalls unterbrochen werden und die schlechten Nachrichten aus allen Teilen der Welt verstummten von einem Moment auf den nächsten. Und der Nachschub an schlechten Nachrichten wurde sogleich auch weniger, weil auch ein paar dämliche Staatenlenker weltweit mangels Strom offline gehen mussten und die Menschen nicht mehr mit ihren kruden Gedanken gegeneinander aufstahlen konnten. Menschen zündeten Kerzen an, zogen längst verstaubte, gar vergessene Bücher aus den Regalen, versammelten sich um Tische und erzählten einander Geschichten. Bis ihnen einfiel, dass die Bestellungen für die nahen Weihnachtstage in Gefahr gerieten, weil ja so ein Stromausfall natürlich auch die ganze ausgeklügelte digitale Just-in-Time-Lieferkette für die globale Bescherungslogistik in Mitleidenschaft zog. Gecrashte Festplatten ließen Abermillionen Bestellungen von einer Sekunde auf die andere Geschichte werden. Und schlampig gewartete Serverräume wurden von jetzt auf gleich zur Dunkelkammer, weil man sie jahrelang sträflich vernachlässigt hatte. Es war 4 Tage vor Heiligabend. Und in den Vorgärten und Küchenfenstern, in allen Ecken und Winkeln der Welt, erlosch die kunterbunte Weihnachtsbeleuchtung, was in vielen Fällen ja nicht wirklich einen Verlust darstellte. Panische Eltern bangten um den Familienfrieden, wenn ihre Kinder nicht die heiß ersehnten Geschenke würden überreicht bekommen. Und panische Kinder bangten einfach nur um ihre heiß ersehnten Geschenke. Es waren noch 4 Tage bis Klingglöckchen, Klingelingeling und Stille Nacht, Heilige Nacht. Oder 4 Tage bis Hell's Bells. Unterdessen saß der Weihnachtsmann von all dem nichts ahnend in seinem Postamt und löste das 20. Finde die Wörter im Buchstabensalat-Rätsel des Tages, nachdem seinem Smartphone gerade der Saft ausgegangen und er selbst zu deprimiert gewesen war, um auch nur aufzustehen und es zum Laden an eine Steckdose zu hängen. So erreichten ihn auch nicht die verzweifelten Anrufe einiger seiner Kontaktpersonen, die ihn als verschwiegene Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit Jahr ein, Jahr aus diskret bei seinen Aufgaben unterstützten. Der gewünschte Gesprächspartner ist derzeit nicht erreichbar, wird aber per SMS über ihren Anruf informiert, wenn sie eine Rückrufbitte hinterlassen wollen und so weiter und so fort. Was sich da anbahnte, Sie ahnen es, war der schlimmste Heiligabend seit Christi Geburt. Und während die Weltweihnachtskrise scheinbar unaufhaltsam ihren Lauf nahm, entsann sich irgendwo im schwäbischen Hinterland ein findiger Gehilfe des Weihnachtsmannes einer alten Handynummer, die er sich für den Fall der Fälle vor vielen Jahren notiert hatte. Der alte Mann ging mit wackeligen Schritten an einen noch älteren Sekretär, öffnete eine Schublade und zog ein runzeliges Notizbüchlein mit einem zerknautschten, fleckigen Ledereinband hervor. Es enthielt ein Telefonregister, wie man sie früher noch handschriftlich geführt hatte, als die Handys noch maximal 20 Speicherplätze hatten und man sich gut überlegte, wem man die Ehre eines Eintrags zuteilwerden ließ. Der Mann blätterte bis fast ganz nach hinten und las die einzige Nummer, die dort unter W verzeichnet war. Weihnachtsmann Handy alt war sie benannt. Er griff zu seinem Telefon und wählte. Last Christmas I gave you my heart, schallte es aus dem alten quäkenden Küchenradio, das der Weihnachtsmann vor Jahren aus einer Retourenlieferung für sich zu behalten sich erlaubt hatte. Er hatte das Gerät in seinem Weltschmerz auf volle Lautstärke aufgedreht und ging an den Kühlschrank, um sich ein Glas Milch einzuschenken. Nur ganz leise und kaum wahrnehmbar vernahm er dort angekommen ein sonderbares Geräusch, das er seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gehört hatte. Aus der Kammer, irgendwo zwischen dem Rentierfutter und den kilometerlangen Rollen verschiedenfarbiger Geschenkbänder, hörte er sein altes Handy klingeln. »Ho, ho, ho, hat immer noch Akku, das alte Ding«, freute er sich und stöberte es hervor. »Weihnachtsmann hier, hallo?« »Ah, pardon, Weihnachtsmann im Ruhestand«, also in Rente, mitsamt Rentier. Offenbar hatte er im Laufe des Tages nicht nur zur Milch, sondern auch schon mal zum Glühwein gegriffen. Aber was er dann hörte, machte ihn auf einen Schlag wieder stocknüchtern. Was? Stromausfall! Weltweit! Keine Geschenkelieferungen mehr! Heiligabend in Gefahr!
Wild! Weit! Der Weihnachtsmann fackelte nicht lange. Seine Rentiere, eben noch gelangweilt an ihrem Heu knabbernd, waren in Windeseile in Bereitschaft versetzt. Bestellungen aus allen Erdteilen wurden sogleich notiert, mit Zettel und Stift, von niemand Geringerem als dem Nikolaus persönlich, der sich gerade mal wieder mit dem miesepetrigen Knecht Ruprecht verkracht hatte und daher für ein wenig Ablenkung ganz dankbar war. Sie schliefen wenig und arbeiteten viel, und pünktlich am Nachmittag des 24. Dezember, gemessen an der Zeitzone von Samoa und Kiribati, denn die sind ja jedes Jahr als Erste dran, war alles bereit. Die Rentiere gestriegelt und geschniegelt, der Weihnachtsmann gestiefelt und gespornt, und die Auslieferung konnte beginnen. Fatalerweise waren die Straßen der Welt ja aufgrund des Stromausfalls in tiefste Dunkelheit gehüllt, und die Auslieferung der Geschenke findet nun mal der Tradition gemäß erst am Heiligen Abend, also nach Sonnenuntergang, statt. Ein Glück, dass der Weihnachtsmann in der Riege seiner Rentiere über ein ganz besonderes Exemplar verfügte. Oftmals war es verspottet worden wegen seiner leuchtenden Nase. In diesem Jahr allerdings kam es zu besonderen Ehren und beschien seinen Gefährten und dem Weihnachtsmann den Weg zu vielen dankbaren Eltern, die um den Familienfrieden gebankt hatten, und dankbaren Kindern, die einfach nur Schiss gehabt hatten, dieses Jahr leer auszugehen. Und während in den darauffolgenden Tagen nach und nach in allen Ecken und Winkeln der Welt die Elektrizität wieder zurückkehrte, im Fernsehen sich wieder Unheil und Unfug abwechselten und in den Vorgärten und Küchenfenstern wieder die Lichter angingen, ob man wollte oder nicht, war die Welt der Katastrophe einer entgangenen Bescherung noch mal gerade so entgangen. Und was lernen wir nun aus dieser Geschichte? Dass früher manches eben tatsächlich besser war. Dass es zumindest am Nordpol tatsächlich noch Leute gibt, denen Last Christmas noch nicht zu den Uhren rauskommt. Und dass man ab und zu eben doch mal ordentlich auf den Tisch hauen muss. Soviel zur Weihnachtsstimmung. Ja, früher war alles besser, da ließe sich jetzt trefflich drüber disputieren, was im Einzelnen tatsächlich besser und was nicht besser war. Aber wir gehen ja auf Weihnachten zu, wir gehen auf das Jahresende zu, und ich dachte, das ist die Gelegenheit, dass wir auch mal einen Blick nach vorn richten, in die Zukunft. Und in der Regel tendenziell, gerade auch in Zeiten wie unseren, kann man die Zukunft ja mit positiven Neuerungen, mit Neuigkeiten verbinden. Zukunft, zum Beispiel, wenn Sie sich alleine überlegen, was wir heute gerade machen, also Sie sitzen da auf der anderen Seite der Kamera, ich sitze hier, es wäre vor einigen Jahren ja noch undenkbar gewesen, nicht? Dann ist es quasi pure Zukunft, die wir heute Abend praktizieren. Also ich zum Beispiel, ich wäre insofern unterprivilegiert, weil ich habe kein Facebook, das heißt, ich könnte mich jetzt gar nicht sehen, wenn ich Sie wäre. Deswegen ist gut, dass ich ja hier bin und das mache, weil sonst könnte ich mich ja, Sie wissen, was ich meine. Die Zukunft. Ja, wenn Sie mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, wird Ihnen auffallen, dass die meisten Sätze, die mit in Zukunft beginnen, auf die eine oder andere Art besonders glorreich enden. Also in Zukunft höre ich mit dem Rauchen auf, in Zukunft bringe ich den Müll runter, in Zukunft werde ich weniger arbeiten, trotzdem mehr Geld verdienen und mehr Zeit für die Familie haben und so weiter. Das heißt, jedermanns individuelle Zukunft ist unterschiedlich, aber allen Zukünften gemein ist, dass sie großartig wird. Dafür ist die Zukunft ja da. Wenn Sie das deutsche Wort Utopie kennen, das kommt aus dem Griechischen, da gibt es das Wort Uotopos oder die Wendung Uotopos, das heißt so viel wie ein nicht existenter Ort, ein kein Ort. Und oftmals spricht man über die Zukunft ja auch so, als wäre es ein Ort, wenn er auch nicht wirklich existiert, in Zukunft. Und in diesem Sinne schauen wir jetzt da mal gemeinsam rein, gehen dahin in Zukunft und schauen uns an, wie großartig die im Einzelnen wird. In Zukunft. In Zukunft lebe ich am liebsten, in Zukunft finde ich mein Glück, und habe ich es erstmal gefunden, in Zukunft, dann gehe ich auch nicht mehr zurück. In Zukunft sieht alles hervorragend aus, in Zukunft spielt die Musik, in Zukunft sind sämtliche Fragen geklärt, kein Mensch hungert und Gerechtigkeit siegt. In Zukunft rauche ich nicht mehr, in Zukunft brauche ich nicht mehr so viel Geld für Dinge, die ich nicht brauche. Alles wird neu sein in Zukunft, ich werde treu sein in Zukunft. Schatz, bitte glaub mir, schau, ich glaub mir doch auch. In Zukunft heirate ich meine Zukünftige, und dann baue ich uns in Zukunft ein Haus mit einem Teich im Garten und einem Zaun drumherum, und dann grinsen wir glücklich heraus.
In Zukunft fahre ich nur noch so schnell wie erlaubt, mach kein Blödsinn, lebe nicht mehr riskant. In Zukunft lebe ich ganz tugendhaft, ernähre mich redlich und bleibe im Land. In Zukunft fluche ich nicht mehr, in Zukunft suche ich nicht mehr. In Zukunft macht alles Sinn, ich werde reifen, in Zukunft alles begreifen. In Zukunft, weil ich ja schließlich nicht von gestern bin. In Zukunft mache ich ehrlich meine Steuererklärung und dann spende ich, was ich übrig habe. Denn in Zukunft werde ich reich, das weiß ich heute schon gewiss, und dann gebe ich auch gern davon ab. In Zukunft, da sehen wir uns öfter. In Zukunft rufe ich häufiger an, ja Mama. In Zukunft bin ich freundlich zu Menschen und Tieren, gehe in die Kirche mehrmals im Jahr. In Zukunft lüge ich nicht mehr und betrüge ich nicht mehr, weder mich noch die anderen Leute. Wie eine Eins werde ich dastehen, wird die Welt klipp und klar sehen. Ganz im Gegensatz zu heute. Ja, früher war schon alles besser. Und erst die Zukunft, die wird strahlend und schön. Das Glück hat eine Lücke in der Gegenwart. Aber die ist ja nur vorübergehend. In Zukunft lasse ich das heute hinter mir. Und dann blicke ich in Zukunft zurück auf das Gestern, das in Zukunft unendlich weit weg scheint. Und dann denke ich, das ist vorbei. Welch ein Glück. In Zukunft sind alle Sorgen von gestern. In Zukunft wird jeder Elefant zur Maus. In Zukunft gefällt's mir heute schon am besten. Im Heute halte ich's kaum mehr noch aus. In Zukunft lüge ich nicht mehr und betrüge ich nicht mehr. Weder mich noch die anderen Leute. Wie eine Eins werde ich dastehen, wird die Welt klipp und klar sehen. Ganz im Gegensatz zu heute gleich nochmal. In Zukunft fluche ich nicht mehr. In Zukunft suche ich nicht mehr. In Zukunft macht alles Sinn. Ich werde reifen. In Zukunft alles begreifen. In Zukunft. Frage ist, wie komme ich dahin? Ja, vielen Dank, Matthias, für diesen tollen ersten Teil. Die Weihnachtszeit bei Peter Hahn steht dieses Jahr unter dem Motto Magic Moments. Wir als Unternehmen möchten Menschen und Organisationen unterstützen, die wirklich wertvolle Arbeit leisten. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute Michaela Müller und Marion Ebach vom Kinderhospiz aus Stuttgart als Gast haben. Michaela, kannst du uns ein bisschen was zum Kinderhospiz erzählen? Ja, gerne. Das Kinderhospiz ist ein Bereich, das zum Hospiz Stuttgart gehört, ein Teilbereich. Das Hospiz Stuttgart ist in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises und hat 6 verschiedene Bereiche, vor allem auch in der Erwachsenen-Hospizarbeit. Und die Erwachsenen-Hospizarbeit ist in Stuttgart schon seit über 30 Jahren etabliert. Und aus diesen Erfahrungen heraus hat sich das Hospiz Stuttgart überlegt, dass sie eben auch im Kinderhospizbereich Angebote schaffen wollen. Und zuerst wurde 2004 der ambulante Kinderhospizdienst gegründet. Und seit November 2017 gibt es das stationäre Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. Wie viele Kinder und Jugendliche sind derzeit bei Ihnen und wie kann man sich den Aufenthalt dort vorstellen? Also normalerweise sind 8 Kinder mit ihren Familien bei uns zu Gast. Jetzt durch die Corona-Zeit haben wir die Aufnahmen beschränkt, weil die Begegnungen eben eingeschränkt werden müssen, auch bei uns. Und deshalb haben wir meistens zwischen 3 und 6 Kindern da, zum Teil mit ihren Familien, zum Teil aber auch alleine. Okay. Und wie finanziert sich das Kinderhospiz? Das Kinderhospiz wird eben finanziert durch die Krankenkassen, aber nur zum Teil. Der Aufenthalt der Kinder wird zu 95% von den Krankenkassen refinanziert. Und die Unterbringung der Eltern, der Geschwister, das muss alles aus Spenden finanziert werden. Und das ist natürlich ein großer Teil. Ja, genau. Du hast es gerade schon angesprochen, ein Kinderhospiz lebt von Spenden. Ich freue mich daher sehr, dass ich heute im Namen von Peter Hahn euch diesen Scheck überreichen darf. Dankeschön. In Höhe von 5.000 Euro, damit wir einfach einen kleinen Beitrag zu eurer wirklich wertvollen Arbeit leisten können. Dankeschön. Wisst ihr denn schon konkret, für was ihr die Spenden einsetzen werdet? Ja, ich nehme mal also wir haben gerade im Moment kein konkretes Spendenprojekt, aber Michaela hat ja gerade schon gesagt, also wir brauchen eben, also den Großteil der Spenden brauchen wir immer für den Aufenthalt der Familien bei uns. Also man rechnet so pro Person mit 100 Euro am Tag. Also da kommt schon eine gewaltige Summe jedes Jahr zusammen und deswegen möchten wir gern diese 5.000 Euro einfach für den Aufenthalt der Familien verwenden. Das hört sich toll an. Ja. Ja, und wenn auch ihr das Kinderhospiz unterstützen möchtet, dann seht ihr jetzt hier eingeblendet die Spendendaten und ihr könnt aber auch im Internet auf die Internetseite gehen unter hospiz.stuttgart.de. Ja, liebe Michaela, liebe Marion, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und wirklich von dieser tollen Arbeit berichtet habt.
So, nun kommen wir zurück zu Matthias. Wie bereits angekündigt, hat er die Peter-Hahn-Weihnachtsgeschichte Der lange kurze Weg zum Glück geschrieben. Wir freuen uns sehr, dass wir diese jetzt live hören können. Ja, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil, aber ich möchte die Gelegenheit nicht versäumen, auch meinerseits Sie nochmal eindringlich zum Spenden aufzurufen für so eine tolle Institution und so eine wichtige Angelegenheit. Die Weihnachtsgeschichte, die Sie jetzt hören, die ist in den letzten Monaten entstanden, ganz untypisch im Sommer, als wir noch weit von Weihnachten weg waren. Und bei der Gelegenheit möchte ich Danke sagen an Peter Hahn, alle Mitwirkenden, die die Idee hatten, diese Geschichte auf die Beine zu stellen. Ich möchte Danke sagen an das Mädchen, das so heißt wie die Hauptfigur in dieser Geschichte. Also jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre in dem Fall nicht zufällig. Vielen Dank auch an alle anderen Menschen, die mir zur Inspiration gereicht haben. Und schon mal ein herzliches Sorry an alle Menschen, die Alfons heißen. Sie werden gleich wissen, warum. Der lange, kurze Weg zum Glück. Der Schnee fiel seit Tagen beinahe ohne Pause. Mal in Massen, sodass er fast wie eine weiße Wand vor dem Fenster stand. Mal ganz sachte, in kleinen, puderzuckerzarten Flöckchen. Mia saß stundenlang in ihrem Nachthemd auf dem Fensterbrett und blickte nach draußen, wo der Winter eine weiche, weiße Decke über die Welt gelegt hatte. Ab und zu kam ihre Mutter ins Zimmer, um sie etwas zu fragen, um etwas zu bitten oder einfach nur, um kurz nach ihr zu sehen, weil es in der Wohnung so ungewohnt still war. Ein Mädchen von 11 Jahren ist alt genug, sich selbst ein Bild von der Welt zu machen, und Mia tat das auf ihre ganz eigene Weise. Sie war ein aufgewecktes Mädchen, voller Energie und Ideen, aber sie genoss es auch, schier endlos lang aus dem Fenster zu sehen und die Welt zu beobachten. Sie bestaunte, was es da draußen zu sehen gab. Den Garten mit den stolzen alten Bäumen, die krause Hecke, die ihn umgab, und die Autos, die wie wedelnde farbige Bänder durch die Hecke flackerten, wenn sie auf der dahinterliegenden Straße vorbeifuhren. Manchmal passierte auch nichts. Eine ganze Weile lang. Doch das bedeutete mitnichten, dass in Mias Kopf auch nichts vor sich ging. Im Gegenteil, sie hatte von einem Erwachsenen einmal den klugen Satz aufgeschnappt, dass man in der Stille die ganze Welt hört. Und bei Mia galt das auch für das Sehen. Wenn draußen nichts geschah, geschah manchmal umso mehr in ihrem Kopf. »Kuck, kuck«, rief auf einmal jemand von draußen. »Kuck, kuck«, noch einmal derselbe Ruf, vorsichtig, bedächtig. Mia war derart in Gedanken versunken gewesen, dass sie erst zu sich kam, als das »Kuck, kuck« beim dritten Mal lauter wurde, noch immer sanft, aber etwas bestimmter. Sie drehte ihren Kopf in die Richtung, aus welcher der Ruf gekommen war, und sah eine strahlend weiße Schneeeule, die elegant zu einem Ast in der Nähe ihres Fensters schwebte und sich dort niederließ. »Kuck, kuck«, und entschuldige bitte, dass ich dich aus deinen Träumen gerissen habe. »Ach, schon gut«, erwiderte Mia, »die waren eh nicht besonders.« »Was gab's denn?« fragte die Eule, und ohne Mia Gelegenheit zu Antworten zu geben, fuhr sie fort. »Oh, pardon, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Vincent. Und du bist Mia.« »Das stimmt«, antwortete Mia verwundert. »Woher weißt du das? Und was machst du überhaupt hier?« wollte sie von Vincent wissen. »Ich hatte so ein Gefühl, dass du mich brauchen könntest. Wir Schneeeulen haben scharfe Sinne, feine Antennen, wenn du weißt, was ich meine. Warte, ich komm mal zu dir rüber.« Jetzt erst fiel Mia auf, dass sie gerade dabei war, sich mit einer Eule zu unterhalten. Und noch etwas bemerkte sie nun, die Scheibe ihres Fensters war nicht mehr da. Aber anstatt zu frieren, war ihr behaglich warm, denn die Kälte war nicht in ihr Zimmer gelangt, obwohl kein Glas mehr zwischen ihr und der eisigen Landschaft dort draußen war. Vincent erhob sich von seinem Ast und schwebte mit dem Schwung eines einzigen, anmutigen Flügelschlags auf Mias Fensterbrett. »Verrat mir, woran du gerade gedacht hast, Mia.« »Warum sollte ich dir das erzählen? Ich kenne dich doch gar nicht«, sagte Mia nur schüchtern.
Wie sie das alles realisierte, die sprechende Eule, die ihren Namen kannte, die verschwundene Fensterscheibe, wurde ihr regelrecht unheimlich zumute. Nun gut, liebe Mia, weißt du, im Grunde brauchst du es mir nicht zu sagen, denn ich weiß es ohnehin schon. So fein sind unsere Antennen, dass ich die Gedanken gespürt habe, die du gewälzt hast, und genau deshalb bin ich hier. »Wie meinst du das?« fragte Mia ungläubig. »Ich erklär's dir«, antwortete Vincent sanft. »Du fragst dich, wo du wohl dein Glück finden magst. Was das überhaupt ist, das Glück, und wie es sich anfühlt. Du weißt, dass es das gibt, denn die Leute reden darüber, schwärmen davon und wünschen es sich gegenseitig, aber du weißt nicht, was es ist und wo und wie. Stimmt's?« »Stimmt«, antwortete Mia erstaunt. »Stimmt genau. Aber was hat das mit dir zu tun und wieso willst gerade du über das Glück Bescheid wissen?« »Lass uns ein bisschen spazieren gehen«, schlug Vincent freundlich vor. »Also ich fliege, du spazierst, ja? Und alles Weitere wirst du sehen, einschließlich deinem Glück.« Mia schwang sich auf die andere Seite des Fensterbretts und sprang mit einem geschickten Satz nach draußen. Ihre nackten Füße versanken nicht im Schnee, als sie die ersten Schritte machte, und sie spürte keine Kälte, nicht an ihren Fußsohlen und nicht an ihrem Körper, der bloß von einem Nachthemd bedeckt war. »Wir gehen das Glück suchen, Mia. Dein Glück.« Vincent war ein paar Schritte neben ihr gegangen und streifte nun zart Mias Kopf, als er sich in die Luft erhob. Ihr war noch immer eigenartig zumute, doch spürte sie Vertrauen zu Vincent und wollte sich mit ihm auf die Suche machen. Ein paar Minuten verbrachten sie schweigend, und das sanfte Brausen von Vincents Flügelschlägen war das einzige Geräusch, das zu hören war. Mia folgte ihm in einen Wald, während der Schnee ununterbrochen fiel und doch kein Flöckchen auf ihr zu liegen kam. Da stand mit einem Mal ein großes Bündel Stacheln auf dem Weg vor Mia. »Stopp!« schrie es und richtete sich vor ihr auf. Ein leibhaftiges Stachelschwein starrte sie mit scharfen Blicken an. »Stopp, und zwar sofort!« stieß es hervor, und die Worte klangen, als gäbe es gar keine Lücke und Pause zwischen ihnen. »Hier kommt niemand vorbei! Das ist mein Revier!« »Immer mit der Ruhe«, wandte sich Vincent aus der Luft beschwichtigend an das Stachelschwein. »Wir haben hier Wichtiges vor, und glaub mir, wir wollen auch nur ein paar Schritte durch dein Revier und auf der anderen Seite gleich wieder hinaus.« »Was Wichtiges, hä? Da bin ich aber mal gespannt.« Vincent war neben Mia gelandet und hielt es für angemessen, sich zuerst vorzustellen. »Mein Name ist Vincent und ich...« »Alfons!« unterbrach ihn barsch das Stachelschwein. »Aber dein Name ist mir doch ganz und gar egal.« Schon wieder klebten die Worte förmlich aneinander, so schnell und aufgebracht, sprach das Stachelschwein. »Was gibt's? Schieß los! Mach schnell!« »Schon gut, übellauniger Kamerad. Wir sind hier unterwegs, um Mias Glück zu finden. Das ist übrigens Mia.« Vincent wies mit seinem Flügel zu Mia, die anhob, sich ebenfalls vorzustellen. »Ich bin auf der Suche nach dem Glück. Ja, ich weiß. Also Leute, habt ihr Langeweile oder was?« »Na dann sag mal, lieber Alfons«, erkundigte sich Vincent, »was ist denn zum Beispiel für dich das Glück?« »Das Glück«, stieß Alfons spöttisch aus, während er mit seiner Nasenspitze einen unsichtbaren Kreis in die Luft zirkelte. Ganz unverhohlen machte er sich lustig über Vincent. »Das Glück, ihr Lieben, ist, dass ich die meisten Stacheln habe von allen Stachelschweinen im Wald. Die meisten. Von allen. Meisten. Ich.« Triumphierend setzte sich Alfons auf sein stacheliges Hinterteil und verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. »Noch Fragen?« stutzte Vincent. »Und dabei war mir so, als hätte ich neulich in der Gegend um den kleinen See ein Stachelschwein gesehen, das noch mehr Stacheln hatte als du. Es werden gut und gerne 15, 20 Stacheln mehr gewesen sein.« »15, 20? Mehr? Du spinnst wohl! Du hast dich verwählt, verzählt. Ach, Eulen können doch gar nicht zählen. Ihr habt da gar keine Finger zum Rechnen. 15, 20 mehr. Gütiger Himmel. Was für eine Schande. Was für ein Tragikunglück.« Alfons hatte sich aufgerichtet und drehte sich nun unaufhörlich um sich selbst, während seine Worte vollends zu einem einzigen verzweifelten Brei verklumpten. Mia schaute Vincent ratlos an.
Der zwinkerte ihr zu und deutete mit einem Winken an, dass sie weitergehen sollten. Alfons bemerkte es überhaupt nicht mehr, als sie an ihm vorbeischlichen. Das Schimpfen des zornigen Stachelschweins begleitete die beiden im Hintergrund noch eine ganze Weile, während sie weiter ihres Weges durch den Wald gingen. »Siehst du, Mia, eines kann das Glück schon mal auf gar keinen Fall sein, nämlich etwas mehr oder weniger zu haben als jemand anderes. Oder schneller zu sein oder größer oder. Wenn du dein Glück daran hängst, dass du dich mit anderen vergleichen musst, wirst du früher oder später garantiert unglücklich sein, weil es immer jemanden geben wird, der mehr Stacheln hat. Oder weniger Pickel, oder ein schnelleres Fahrrad, oder ein neueres Handy, oder. Häng dein Glück nicht an Vergleiche, hörst du?« Mia nickte bedächtig. Im Grunde tat Alfons ihr leid. Für einen Moment hatte sie regelrecht Angst vor ihm gehabt, aber als sie sah, wie sehr es ihn getroffen hatte, dass es tatsächlich ein Wildschwein geben sollte, das gerade mal 15 bis 20 Stacheln mehr hatte als er, konnte sie nur noch Mitleid mit Alfons haben, dessen ganzes Glück offenbar an 15 Stacheln hing. Sie schwiegen wieder für eine Weile, wie sie ihren Weg durch den tief verschneiten Wald fortsetzten. Da plötzlich hörten sie lauten Jubel. »Ja, das ist unfasslich, das ist ungeahnt, das hat die Welt noch nie gesehen!« Irgendjemand schien da gerade förmlich überzulaufen vor Glück. Mia und Vincent wandten sich zum Ursprung dieser Euphorie und sahen einen kleinen Erdhügel abseits des Weges, in den hinein sich offenbar jemand eine Art Höhle gebaut hatte. Vorsichtig näherten sie sich der Tür, die ein kleines Stück offen stand. »Genial! Einfach genial! Wie konnte mir so etwas nur einfallen?« Durch den Spalt erkannten Mia und Vincent eine Gestalt, deren weißer Kittel über und über mit Farbtupfen gesprenkelt war. Selbst das satte Orange seiner ungestüm strubbeligen Haare war mit ein paar Klecksen gespickt. Eine Art Gnom, ein zu kurz geratener Zwerg, von Beruf offenbar Maler, tanzte da, einen Pinsel in der einen und eine Palette in der anderen Hand, einen Freudentanz kreuz und quer durch sein Atelier. Wenn jemand einen nützlichen Hinweis auf das Glück würde geben können, dann doch wohl dieser eigenartige Geselle hier. Vincent war wieder neben Mia gelandet und holte gerade aus, um mit einem Flügel an die Tür zu klopfen, als er ein Kratzen an seiner Kralle spürte. »Nicht! Nicht stören! Das ist Quentin! Der Quentin! Und er entwirft gerade die neue Frühjahrskollektion! Also bitte nicht stören! Nicht jetzt!« Vincent blickte hinunter zum Boden, wo sich eine zierliche Maus auf ihre Hinterbeine aufgerichtet hatte und die Vorderpfoten wie zum Gebet zusammenhielt. »Seit Monaten arbeitet er daran und ich höre ihn immer nur fluchen und klagen. Er probiert diese Farbe und jene und dieses Muster und jenes und immer ist er unzufrieden. Ich bin seine Nachbarin und ich bitte euch, wenn er nun endlich einmal mit etwas zufrieden ist, dann unterbrecht ihn nur bitte nicht.« »Ich bin Vincent«, sagte Vincent ruhig und reichte ihr einen Flügel zur Begrüßung. »Und das ist Mia.« Mia nickte der Maus verdutzt zu. »Und wer bist du?« »Ich bin Katharina, Quentins Nachbarin. Und mit den Nerven am Ende, weil dieser Kerl seit Monaten an seiner neuen Frühjahrskollektion arbeitet. Nie ist er zufrieden. Typisch Künstler. Immer nur, ich muss noch hier, nein, ich muss noch da oder doch besser so. Ich kann es nicht mehr hören.« Katharina schlug die Vorderpfoten vors Gesicht und schüttelte aufgelöst den Kopf. »Aber was entwirft er denn so Schwieriges, dieser Quentin?« wollte Vincent wissen. »Ihr habt noch nie von Quentin gehört? Na, ihr seid ja komisch. Er ist der Kolorationskobold hier im Wald. Er entwirft und malt alle Blumen, die hier im Frühjahr blühen. Alle Farben, alle Muster, alles von ihm. Ihr solltet ihn mal sehen, wenn die ersten Knospen sprießen. Keinen glücklicheren Kobold gibt es dann als ihn. Aber kaum, dass der Herbst kommt und er mit den Vorbereitungen für die nächste Saison beginnt, weg ist dann die gute Laune und ich höre ihn Tag ein, Tag aus nur lamentieren. Wo geht ihr hin?« »Wir sind unterwegs zu Mias Glück. Und ich danke dir für das, was du gerade gesagt hast, Katharina.
Siehst du, wandte sich Vincent Mia zu, ganz offensichtlich darf man sein Glück also auch nicht an eine bestimmte Zeit hängen. Denn wenn das Glück an eine Zeit gebunden ist, dann kommt das Unglück unausweichlich, so wie diese Zeit vorüber ist. Nein, man darf das Glück nicht von einer Zeit abhängig machen. Mia schaute Vincent bewundernd an und nickte still. Auch diese Lektion hatte sie verstanden. Vincent neigte seinen Kopf zu Katharina. Verrat uns doch mal, was für dich das Glück ist, Katharina. Mach ich. Aber sagt mal, würde es euch was ausmachen, wenn ich euch ein bisschen begleite? Quentins Jubel nervt mich mittlerweile schon fast genauso wie sein Klagen. Und ihr seht mir aus wie angenehme Gesellschaft. Klar, komm mit, jauchzte Mia. Mit einer Eule und einer Maus durch einen verschneiten Wald schlendern und fantastische Dinge erleben. Das war ein Gefühl, das dem Glücklichsein wohl schon ziemlich nahe kommen musste. Also für mich ist das Glück Käse. Wenn ich Käse im Haus habe, bin ich glücklich. Das ist ganz einfach, nicht wahr? Käse gleich Glück, Glück gleich Käse. Ganz einfach, du sagst es. Kleiner Feinschmecker. Vincent schaute sie prüfend an. Aber sag, was machst du, wenn mal kein Käse im Haus ist? Wenn du wochenends Heißhunger bekommst und plötzlich sind alle Vorräte weg und die Läden zu? Dann leide ich ganz fürchterbar. Und wenn daneben einer auch noch Quentin schimpft und wehklagt, dann jammern wir im Chor. Und es geht mir erst dann wieder gut, wenn ich andern Tags wieder ein großes Stück Käse in meinem Mäusemagen habe. Mia, begann Vincent einen Satz, aber sie war schneller. Ich weiß, ich soll mein Glück nicht an Dinge hängen. Denn Dinge können zu Ende gehen oder verloren oder kaputt. Und dann, genau, übernahm Vincent wieder das Wort. Und dann war es das nämlich mit dem Glück. Vincent war sehr erfreut darüber, wie treffsicher Mia kombiniert hatte. Und auch ein bisschen stolz auf sich. Sehr gut, junge Dame. Du lernst schnell, scheinst einen guten Lehrer zu haben. Sag mal, mein guter Lehrer, ist es denn eigentlich noch weit? Fragte Mia charmant. Nein, liebe Mia, beruhigte Vincent sie. Du hast schnell gelernt und schnell begriffen. Hinter der Biegung da vorn, wo das kleine Brüchchen steht, dort müssen wir noch drüber. Und dann sind wir da. Und ich finde endlich mein Glück. Hurra! Kommt, wir beeilen uns. Vincent, flieg so schnell du kannst. Katharina, komm auf meine Schulter. Ich renne zu meinem Glück. Ich bin gut im Rennen, schon immer gewesen. Mia, warte noch einen Moment, bitte. Vincent war ganz dicht zu ihr geflogen und landete direkt vor ihren Füßen. Es gibt noch etwas ganz Wichtiges, das man über das Glück wissen muss. Aber was kann das denn jetzt noch sein? Und kannst du es mir nicht sagen, wenn wir dort sind? Es ist doch schon gleich da vorn. Das Glück, sagte Vincent mit ruhiger Stimme, braucht keine Eile. Das Glück verschwindet nicht. Das Glück ist und bleibt. Genieß also noch unsere letzten paar Schritte und sei gewiss, dass du dann noch ganz, ganz viel Zeit mit deinem Glück haben wirst. Die kleine Brücke führte sie über einen vereisten Bach und nach ein paar Schritten und einer letzten leichten Biegung kamen sie an einen Zaun, der ihren Pfad kreuzte und ein Türchen, das Mia zu öffnen hatte, um ihren Weg weitergehen zu können. Sie hielt kurz inne und suchte Vincents Blick. Der nickte ihr mit halb geschlossenen Augen gütig zu und Mia wusste, dass sie nichts zu befürchten hatte. Sie ergriff die Klinke, drückte sie hinunter und wurde im nächsten Moment schlagartig von einem strahlend hellen Licht geblendet. Sofort kniff sie die Augen zu und es dauerte einige Sekunden, bis sie sich traute, sie wieder zu öffnen. Als Mia wieder etwas erkennen konnte, stand sie in ihrem Kinderzimmer. Neben ihr Vincent und Katharina. Aber das ist doch mein Zimmer. Hier war ich doch schon die ganze Zeit. Von hier sind wir losgegangen. Vincent? Ratlos ließ Mia sich auf ihr Bett sinken. Vincent landete ganz nah bei ihr und hatte auch Katharina sanft mit seinen Krallen auf die Bettdecke gehoben. Richtig, liebe Mia. Hier sind wir losgegangen und wir haben unterwegs einiges über das Glück gelernt, nämlich was es nicht ist. Jetzt sind wir wieder hier, wo du am Anfang warst. Und lass dir gesagt sein, das Glück war schon die ganze Zeit da. Das Glück ist nicht, was du besitzt.
Das Glück ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt und auch kein Vorteil, den du hast, den andere nicht haben. Das Glück ist, dass du bist. Jetzt und hier. Das Glück ist und bleibt. Mia konnte überhaupt nichts sagen. Sie war überrumpelt, aber dabei doch ganz ruhig und spürte, wie ein warmes Gefühl sie nach und nach durchströmte. Es wurde so wohlig, wie sie es noch nie gekannt hatte, während sie erst ganz allmählich begann, Vinzenz Worte zu begreifen. »Schön hast du's hier. Wirklich sehr schön«, meldete sich Katharina zu Wort. »Und dein Bett ist ja so wunderweich, dass man gar nicht mehr aufstehen möchte. Aber sag mal, hast du vielleicht ein Stückchen Käse für mich?« Mia und Vincent lachten im selben Moment los und Katharina lächelte nur verlegen. »In Ordnung, Mia«, sagte Vincent gütig, »für heute hast du sicher genug erlebt und eine großartige Entdeckung gemacht. Ich werde jetzt mal für unsere kleine, hungrige Freundin etwas Essbares ausfindig machen. Bis bald.« »Bis bald«, antwortete Mia, während Vincent sich schon in die Luft erhob, Katharina auf seinen Schultern. »Und danke!« »Mia«, hörte sie ihre Mutter rufen, »Abendessen ist gleich soweit. Wasch dir bitte die Hände und komm dann gleich. Es gibt ein Leibgericht. Du hast Glück.« »Ich weiß«, antwortete Mia und lächelte. »Ich weiß.« Wow, was für eine tolle Geschichte. Vielen Dank an Matthias, der uns diese wunderschöne Geschichte mitgebracht hat. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt und unseren Charity-Abend zugunsten des Kinderhospizes unterstützt habt. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.